bis nach ganz da hinten geschossen. Ich habe gesagt, keine High Heels beim Arbeiten. Aber sollte ja keiner auf dich hören. Hallo, ich finde jetzt meine innere Mitte. 20, 1, und das Wasser kommt von da ganz da hinten bis nach hier vorne. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Werkstatt-Vlog. Wir sind mal wieder hier vorne. Ich habe heute früh noch ein bisschen Zeit. Ich war auch noch mal kurz im Baumarkt, habe noch ein paar Säcke Estrich besorgt. Ganz fertig sind wir ja noch nicht. Hier vorne unter der Treppe will ich ja noch auffüllen. Und was noch fehlt, ist hinten. Ich habe mir jetzt nach 3-4 Tagen die Fläche mal angeschaut. Wir haben es ja letzte Woche Freitag, haben wir es gegossen. Die Jungs haben mir letzte Woche wirklich super geholfen. Das haben die wirklich richtig gut gemacht. Danke Jungs. Und heute ist Dienstag. Und ich finde, das ist echt gut geworden. Also, ich kann da wirklich überhaupt nicht meckern. Es ist erstmal glatt geworden. Es hat sich super verteilt. Auch in den Schacht habe ich jetzt nochmal reingeguckt. Da hatte ich am Anfang schon ein, zwei Mal reingeguckt, ob nicht der sich irgendwie hebt und dann der Beton drunter läuft. Das wäre halt blöd gewesen. Ist aber nicht passiert. War nur ein bisschen Feuchtigkeit, die dann quasi unten eingetreten ist. Aber das sieht einwandfrei aus. Die Rohre sind alle fest. Als allererstes werde ich erstmal hier diese ganze Verschalung wegnehmen. Also die lasse ich noch stehen. Die da hinten, die kann im Grunde genommen dann auch schon raus. Ja, ansonsten die Platten, die nehme ich halt gleich dann weg, damit der Beton auch besser trocknen kann, weil darunter wird es natürlich noch relativ feucht sein. Dann gucken wir uns den Zustand darunter auch mal an, auch die Oberflächengüte. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Einschlüsse etc. pp. Ansonsten mache ich dann weiter hier in der Ecke. Ich muss mal gucken, wie ich da euch das zeige. Und zwar seht ihr jetzt hier erstens eine Rümpelkammer und zweitens unter der Treppe. Das sieht hier mehr aus wie so ein Gruselkabinett mit den ganzen Spinnenweben und so. Problem ist halt, hier ist nochmal ein Riesentritt. Also hier ist nochmal eine Riesenstufe von, ich sag's mal gut, 10 cm, was ich hier angleichen muss, wenn ich das unter der Treppe noch nutzen möchte. Ich stelle mal Licht so hin, dann könnt ihr es auch besser sehen. Dementsprechend muss ich diesen Bereich nicht nur leer räumen, sondern dann auch noch angleichen. Und das mache ich dann natürlich auch mit Estrich, bevor wir alles nivellieren, weil dann kann auch das hier gleich mit nivelliert werden. Das sind ja nur, ich sag mal, 3 Quadratmeter. Das heißt, hier brauchen wir vielleicht 1 oder 2 Säcke, vielleicht ein Sack, ich hoffe nur einen Sack Nivelliermasse, damit das dann vernünftig aussieht. Und dass wir dann auch einfach überall eine ebene und ja, nivellierte Fläche haben, die man auch vernünftig nutzen kann. Ansonsten muss das hier noch ein bisschen hübsch gemacht werden. Auch zur Treppe hin, da haben sie irgendwann mal Gipskarton dran geschraubt. Der sieht auch nicht mehr so nice aus. Hallo, wer sind Sie denn? Und schon wieder draußen die ganze Zeit 10 Grad. Das heißt, hier drinnen sind auch 8, 9 Grad. Arbeitet sich sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Bin ich auf jeden Fall sehr entzückt von. Was wir auf jeden Fall sehr zeitnah dann auch brauchen. Also spätestens, wenn es dann nivelliert ist und dann die ersten Wände gezogen werden, dann brauchen wir hier auch die Leitungen, also Abwasser, Wasser und Strom. Bisher bin ich ja, also wenn ihr das jetzt einfach mal von hier schaut, hier kommt die Nasszelle hin. Das heißt, die Leitungen müssen auf jeden Fall irgendwo bis mindestens hier herkommen. Und von hier geht es ja dann auch wieder weiter. Und das ganze Abwasser wird dann quasi bis nach ganz da hinten geschossen. Und das Wasser kommt von da ganz da hinten bis nach hier vorne. Und aktuell bin ich circa da so. Weiter bin ich noch nicht. Also genau an der Wand kommt es ja raus. Ab da ist Provisorium. Und ich habe die Stromleitung, also zumindest die Kabelbahn, ist ja hinten soweit, bis zu dieser Mauer schon. Aber auch die muss von dieser Mauer noch, und die muss bis ganz hier vorne, weil da der Anschlusspunkt ist, von dem die ganzen Stromleitungen dann abgehen. Das heißt, ich muss dann von da noch hochgehen und dann gehen wir halt
komplett bis hinter und dann natürlich auch noch in die einzelnen Abteile. Und entsprechend, so wie ich es mir auch vorgestellt habe, wird dann noch ein bisschen Flurbeleuchtung angebracht. Ja, ich fange jetzt an mit der Verschalung. Die Verschalung wird jetzt erstmal weggenommen. Dann kommt hinten die Duschverschalung raus. Und dann schaue ich, dass ich vorne unter der Treppe das Ganze frei bekomme und vorbereitet bekomme. Und dann überlege ich, ob ich jetzt gleich heute früh noch das alles zugieße und vielleicht sogar gleich noch die Dusche zugieße. Weil jetzt ist noch, ich sag mal, Anfang der Woche und ich würde gerne nächste Woche, Ende nächster Woche, die Nivelliermasse draufbringen. Das wäre gut, weil dann habe ich wirklich einen guten Stand und auch zeitlich bin ich dann nicht zu sehr hinterher. Man muss es so sagen, wie es ist. Dann bin ich nicht zu sehr hinterher, weil ich aktuell wirklich, wir haben jetzt einen 6. Februar oder so. Also das heißt, ich habe ja noch grob einen Monat, um mein Ziel zu erreichen. Anfang März wollte ich hier eine Toilette haben, auf die man drauf gehen kann. Auch wenn es dann vielleicht noch ein bisschen Rohbau ist, aber man hat dann eine Toilette, auf die man drauf gehen kann. Das wäre cool. Ein bisschen hübsch machen wäre dann auch noch nicht schlecht. Zumindest sollte es dann von dem Stand her so sein, dass der Raum hier vorne fertig steht. Er ist verkleidet, es ist eine Decke drauf, da liegt Licht und Strom und Wasser drin und es ist innen so verkleidet, dass man es benutzen kann. Das heißt, es sind Fliesen auf dem Boden, es sind Fliesen an der Wand und hier die Außenwand, die werde ich wahrscheinlich normal dann tapezieren und dann kommt da eine normale wasserabweisende Farbe dran. Dann muss ich nämlich nicht übermäßig viel Fliesen. Braucht man ja auch nicht, man braucht ja nicht in so einer Nasszelle alles gefliest, das wird ja kein Schlachthaus oder so. Ist das so, wie es ist. Ja, wieder viel zu viel geredet, deswegen lege ich jetzt los und ihr schaut mir ein bisschen zu. Der Estrich ist soweit drin, das hat alles ganz gut geklappt. Auch da hinten, das ist jetzt alles schon wieder fest, das konnte jetzt schon wieder eine Woche trocknen. Was ich jetzt machen werde, ist hier auf jeden Fall erstmal den ganzen Kram wegräumen. Ich werde hier alles vorbereiten für heute Abend. Heute Abend gieße ich nämlich mit Chris die Nivelliermasse hier rein. Also hier habe ich schon ein paar Säcke, hinten sind auch noch ein paar Säcke. Vielleicht hole ich nachher auch nochmal 5 Säcke, einfach zur Sicherheit. Bin sowieso gleich nochmal beim Baumarkt. Und dann gießen wir das hier heute Abend zusammen alles rein, so weit wie wir halt kommen. Also aus der Tür kommen wir ja dann quasi nicht mehr raus. Da kann man ja dann nicht mehr drüber laufen, weil das ja hier der Flur ist. Aber wir können hier hinten, da, können wir dann noch aus dem Tor rausgehen. Das heißt, wir gehen dann einfach bei den Jungs raus. Wie gesagt, ich mache hier vorne erstmal klar Schiff und dann sehen wir uns heute Abend wieder. We'll be right back.
So, was ist die Aufgabe, Rudi? Gleich bin der wieder da. Er ist ja schon wieder weggelaufen. Mensch, Bobby. Nee, wir können uns zwischendurch tauschen. Wir müssen uns erstmal finden, wer. Du sollst jetzt nicht nach Indien. Okay. Hallo, ich finde jetzt meine Nahrungsmittel. Darf ich erst einkicken? Nein, offensichtlich nicht. Seien Sie bitte vorsichtig, das Zeug ist teuer. Habe ich dir vorhin schon erklärt. 20, was ist denn die Größe? 20 Euro, der sagt. 20? 20, ein Tag! Das steht auf eine normale Ausgleichsmasse. Das ist normale Ausgleichsmasse. Noch normalere Ausgleichsmasse? Das wäre Estrich, den kriegt man nicht so geil. Gary Vollgas. Ja? Ja, go. Ich fühle mich wie bei Dr. Oetker. Wo? Wie bei Dr. Oetker, eine Maschine. Unsere Nachbarn haben Käuferschuhe, weißt du? Das macht die High Society so. Aha. Gehen du? Na, so ist prima, Ballerina. Ich habe ja keine High Heels beim Arbeiten. Aber sollte ja keiner auf dich hören. Meine Füße tun weh. Und meine Schuhe sind dreckig geworden. Ja, Mensch, mein Beide. Sieht schön aus, ja? Was soll ich denn da sagen? Ja, abgucken wir das. Bleibt jetzt an. Ja, falls sich jemand die Frage stellt, nein, wir sind nicht so weit gekommen wie gedacht. Und nein, es sind keine Säcke übergeblieben. Also ja, sind schon, aber die haben wir übrig gelassen, um hier nicht weitermachen zu müssen, weil uns das jetzt nicht viel gebracht hätte, hier vielleicht eine ganz kleine Ecke noch weiterzumachen und dann auch nicht weiterzukommen. Das wäre genauso blöd gewesen, deswegen ja. Bleibt es jetzt erstmal so, ich kann auf jeden Fall die Hütte bauen und den restlichen Boden nivellieren wir dann ein andermal.